Hallo und herzlich willkommen zum Update 20.5 Video. Ja, das Handeln wird ein bisschen verändert und geupdatet. Unter anderem kann man nicht mehr auf Map 1 Shops stellen. Jetzt fragt ihr euch, okay, wie werde ich denn mein Stuff los? Und das zeige ich euch. Ihr seht hier im Hintergrund einen neuen NPC, den sprechen wir mal an. Das Ganze ist im Endeffekt ein Teleporter, ein Teleotto. Und wir werden auf eine neue Map teleportiert. Hier seht ihr die Minimap und hier ist die Map. An für sich vom Style her, denke ich, sehr, sehr cool. Natürlich ein bisschen recycelt, so wie es üblich ist im Metin 2. Aber von Designer muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut. Und ihr seht hier schon so Sachen. Ihr seht aber auch, okay, die werden ja gar nicht von Charakteren gestellt, die Shops, sondern das sind eigenständige Shops, denn es wird das Offline-Shop-System geben. Darum werden wir uns jetzt kümmern. Kurzer Cut. So Leute, das Offline-Shop-System. Wie funktioniert das Ganze? Das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar braucht man dieses Item. Das wird, denke ich mal, erstmal nur in Item-Shop vertreten sein. Wird man, denke ich, aber auch irgendwann mal bei irgendwelchen Events farmen können. Dann aber wahrscheinlich irgendwie so in Zweiertagen, Dreiertagen, was weiß ich. So, das Item hier bringt gerade zum Beispiel 7 Tage. Ob es da längere Versionen gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Aber hier einfach mal zum Beispiel. So, das habe ich aktiviert. Seht ihr jetzt hier oben links? Das ist einfach wie so ein Erfahrungsring oder sonst irgendwas. Das hier ist einfach nur ein zweites Mal zum Veranschaulichen. Okay, so sieht das Item aus. So, jetzt habe ich quasi diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Buff aktiviert und kann jetzt einfach mal einen Shop stellen. Dafür muss ich aber tatsächlich auch wieder die Rüstung ausziehen. Wie machen wir das mal? So, und dann tun wir einfach mal ein Buch rein, bla bla bla. So, dann haben wir hier einen Shop quasi fertig und stellen diesen einfach mal. Und ihr seht, anstelle von, dass ich mich selber verwandle, wird dann quasi ein Shop an sich aufgestellt. So, jetzt kann ich auch wieder die Rüstung anziehen und so weiter. Und um das einfach mal zu veranschaulichen, werde ich mich jetzt auch mal ausloggen. Und dann loggen wir uns wieder ein. Und ihr seht, der Shop steht immer noch. Das heißt, es ist wirklich ein Offline-Shop-System. So Leute, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man so einen Shop stellt. An für sich alles super, super simpel. Ihr seht aber auch, hier im Interface ist ein neuer kleiner Button. Hier muss man nochmal das Lagerpasswort eingeben. Warum? Keine Ahnung. Aber ihr seht dann hier ein neues Interface und hier kann man sehr coole Sachen machen. Unter anderem kann man auch den Shop bearbeiten. Das heißt, für die Autisten unter euch, unter anderem auch mich, wenn ihr hier irgendwie, keine Ahnung, Fingerknochen verkauft oder so und hier so ein kleines Muster gemacht hat und dann irgendjemand einfach dein Muster kaputt gemacht hat beim Rauskaufen, dann kannst du das tatsächlich hier managen. Und dann kannst du das einfach wieder so positionieren, wie du möchtest. Das Ganze Drag and Drop. So, dass du dann halt auch wirklich einfach nur auf die Position ziehen, die du haben möchtest. Und musst das nicht irgendwie erst rausnehmen und dann wieder positionieren oder sonst irgendwas. Sondern einfach an die Stelle ziehen. So, wir haben jetzt einfach mal das Buch hier an diese Stelle gezogen. Und machen dann wieder Open. Das heißt, in dieser Bearbeitungsphase ist der Shop dann quasi nicht verfügbar für die Leute, die was kaufen wollen. Und wir haben den jetzt wieder geöffnet und schauen einfach mal. Ihr seht, das Buch ist an der anderen Stelle. Das heißt, es wird dann auch wirklich halt so gemacht, wie man das möchte. So, wir... Nee, Quatsch, wir machen jetzt erstmal was anderes. Und zwar kaufen wir mal selber das Buch aus dem Shop raus. Wie ihr seht, ist das Buch wieder in meinem Inventar drin. Und hier unten seht ihr, was für einen Betrag ich erwirtschaftet habe. Das ist ein bisschen weniger, als ich für das Buch verlangt habe. Denn man muss noch, Moment, zeige ich euch flott, 3% Steuern bezahlen. So, das muss man dann natürlich bedenken. Okay, willst du deinen Preis so anpassen, dass du dann auch wirklich das Yang bekommst, was du haben willst? Oder kannst du mit den 3% leben? So, ihr seht, hier dieser Betrag, der steht mir quasi zu und den kann ich einsammeln. Machen wir das Ganze mal. Zack, und dann habe ich hier das Yang bei mir verstaut. Noch zwei kleine andere Sachen, und zwar kann man hier oben noch erkennen, okay, wo ist gerade der Shop am Stehen, und für die Leute, die nicht wissen, wie man das Ganze abliest, und zwar oben auf der Minimap einfach mal über den eigenen Pfeil gehen und da seht ihr eure Position
und dann einfach mit der Position vom Shop abgleichen. So, der letzte Button unten rechts ist dann einfach noch Close Shop. Da machen wir einfach mal so, ist ja eh nichts mehr drin. Und damit ist der Shop dann auch geschlossen. So Leute, kommen wir noch zu meiner eigenen Meinung. Und die Leute, die meine Streams verfolgen, die wissen auf jeden Fall, ich persönlich bin nicht so der krasse Fan von Offline-Shops. Aber dadurch, dass es ein Premium-Item ist, ist halt ein gewisses Hindernis da, dass jetzt nicht jeder einfach unbegrenzt 50 Shops stellen kann oder so. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch auf jeden Fall beobachten, okay, wird es jetzt ein Überangebot geben, wie ist das mit Angebot und Nachfrage etc. etc. Aber das werden wir ja erfahren, wenn das Update dann live ist. So, generell eine globale Handelsmap war, denke ich, überfällig, ist auf jeden Fall cool, dass es jetzt kommt. Und dieses Hin- und Hergereite zwischen den Reichen und so weiter war ein bisschen nervig und ich denke, dass es jetzt auf jeden Fall alles sehr, sehr viel besser macht. Des Weiteren hatte ich gelesen, hier können keine Monster gespawnt werden, hier wird es kein PvP geben und so weiter. Das heißt, hier wird es rein ums Handeln gehen, auch auf jeden Fall ein großer, großer Pluspunkt. Was ich auch noch sehr, sehr cool fand, war die Versteuerung. Das ist einfach noch ein weiterer Weg, um ein bisschen Yang aus dem Game rauszunehmen und ja, dadurch einfach, dass Yang wieder ein bisschen mehr Wert hat und so weiter und so weiter. Ich denke mal, 3% sind auf jeden Fall verkraftbar, wird aber, denke ich, auch einen großen, großen Effekt haben. Von daher wird das auch, denke ich, sehr gut dem Spiel beitragen. So, einen Punkt hatte ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben und zwar wird man, denke ich, auch auf jeden Fall gucken müssen, okay, wie läuft das denn mit der Performance? Weil es bringt halt nichts, wenn wir hier eine Map haben, die an für sich super cool gemeint ist, aber die Performance halt nicht so wirklich stimmt, weil halt wirklich sehr, sehr viel gestaucht ist an einen, ja, ich würde mal sagen, die Map ist nicht klein, aber könnt ihr euch ja vorstellen, bei so einem Server wie Germania zum Beispiel, wie diese Map dann innerhalb von ein paar Stunden aussehen wird. Muss man aber alles beobachten, ne? Bringt einem nichts, da vorher drüber zu reden, sondern man muss abwarten, wie das Ganze sich so entwickelt. Schreibt eure Meinung sehr, sehr gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall freuen und würde auch sehr, sehr gerne mitdiskutieren. Und da würde ich sagen, das war's für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Hier jetzt an der linken Seite findet ihr zwei andere Videos, was YouTube halt so aussucht. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal vorbeiguckt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Bis denne, Grüße, Fossi.